So, herzlich willkommen zurück. Wir haben für euch heute ein deutsches Fahrzeug und zwar ein Mercedes GLC 63 AMG. Das Fahrzeug hat Serie 510 PS und 700 Newtonmeter Drehmoment und das Fahrzeug ist das Modell ohne OPF, heißt ohne Autopartikelfilter und dementsprechend möchte der Kunde noch mehr Sound haben. Ja, wir wissen ja, mit zwei Cuts bzw. wenn der OPF drin ist, ist ein schlechterer Sound bei dem OPF-Modell. Das Modell hat noch einen guten Sound, weil das Fahrzeug bekommt von uns 200 Zeller Downpipes, ja, und AK47 programmiert. Aber bevor wir komplett den ganzen Umbau machen, möchten wir euch mal vergleichen. Dezibelmessung in Serie und natürlich machen wir eine Dezibelmessung, wenn wir die Downpipes verbaut haben. Ladies and Gentlemen, in der heiligen Halle angekommen. Wie gesagt, wir fangen jetzt mechanisch an, oben zu zerlegen und dann natürlich unten. Wir machen heute das Getriebe raus, beziehungsweise wir machen immer das Getriebe raus, außer beim AMG GT. Da muss man das nicht rausziehen, weil wir die Downpipes nicht zerschneiden. Aus dem Grund, weil viele Kunden wollen das Fahrzeug irgendwann mal wieder abgeben oder verkaufen im Originalzustand. Und dann kann man einfach gewährleisten, dass man es jederzeit wieder original zurückrüsten kann. So, Getriebe ist lose, Downpipes sind auch lose, also die Original. Und wir ziehen jetzt Getriebe raus, beziehungsweise wir trennen es vom Motor, dann tun wir das Getriebe raus. Dann ziehen wir wunderschön die Original Downpipes raus. Wir zeigen euch, dass es auch ohne zu zerschneiden geht. Dann bauen wir wieder alles zusammen, weil der Vorteil ist, die 200 Zeller Rennkratz, die Downpipe, sind zweiteilig. Und deswegen kann man die dann wunderschön einfach so, wenn das Getriebe drin ist, einbauen und natürlich wieder ausbauen. Aber wenn man wieder alles Original haben will, muss das Getriebe halt wieder raus. Also ihr habt es gesehen, Getriebe raus, Getriebe rein, ohne zu zerschneiden, die Downpipes raus. Wir machen jetzt, wie gesagt, Downpipes rein, Kanalmäler rein, weil die Downpipe können wir eigentlich ganz zum Schluss fast reinmachen, weil die ist ja zweiteilig. Ja, und das Gute ist, ihr habt es selbst gesehen, ohne Getriebeöl zu verlieren, das ist eine Kunst für sich. Ja, aber wir haben es natürlich hingekriegt, ohne dass irgendwas rausgeht, deswegen Getriebeöl müssen wir nicht da kontrollieren. Und genau, wir fangen jetzt an weiter zu schaffen und ihr seid dabei und dementsprechend tun wir jetzt alles zusammenbauen und dann einfach die originale Downpipe natürlich Zeit. Wir müssen noch die Lambda-Sonden ausbauen, weil die kommen dann natürlich in die 200 Zeller Downpipe rein und wir sehen uns dann bei der Probephase. Unboxing, ja, schöne 200 Zeller Cuts. Ja, guckt euch das mal an. Ja, ein schönes Ding. So, und jetzt vergleichen wir mal die Originalen mit der 200 Zeller Cut Downpipe und dann seht ihr, dass ein Cut wegfällt. So, und zwar haben wir hier die originale Mercedes Downpipe und zwar hier oben ist unser Turboladeanschluss. Dann sehen wir haben hier oben einen Vorcut, dann gehen die Abgasen hier durch und dann haben wir hier einen Nachcut. Natürlich wird diese wunderschöne Downpipe ersetzt durch eine Tuning Downpipe mit 200 Zeller Renncut und zwar so sieht das ganze Stück aus. Das heißt, wir haben hier oben kein Cut. Aus dem Grund, weil wir einfach den Turbolader dadurch entlasten und einfach klangtechnisch natürlich viel, viel weiter vorne sind. Und dazu, damit es hinten nicht rausstinkt, wie so ein alter Moped oder altes Moped, ja, haben wir hier ein 200 Zeller Renncut. Der sitzt dann so drinne und dann gibt es einen schönen Sound und man kann schön Leistung fahren damit. Also wir sind jetzt im Mercedes GLC 63, Downpipes sind verbaut, softfest draufgespielt und natürlich testen wir das natürlich auf der Straße, um einfach zu schauen, weil wir das Getriebe draus haben, nicht, dass die Downpipe zum Beispiel mit der Lenkung in Kontakt kommt oder irgendwo an der Karosserie oder beziehungsweise am Motor anstößt. Deswegen machen wir eine Probefahrt und natürlich auch, um die Cuts ein bisschen frei zu brennen, ja, um später einfach eine Dezibelmessung zu machen und zu schauen, wie ist es mit Serien-Downpipes und mit der Tuning-Downpipe. Wir befinden uns jetzt gerade im Sport-Plus-Modus. Dementsprechend hören wir erstmal an, ob auch das AK47 funktioniert. Es funktioniert, ja. Und das Gute ist, wenn ich jetzt zum Beispiel im Komfort-Modus schalte,
dann ist es ein ganz normales Familienfahrzeug. Ja? Also man kann ganz normal fahren. Ja, es ist nicht zu laut. Und deswegen bin ich echt gespannt, was für ein Ergebnis wir erzielen, wenn wir eine Dezibelmessung machen. So, Mercedes natürlich mit Downpipes ein brachialer Sound. Ihr habt es ja selbst gehört, ja. Also ich glaube, es gibt keinen schöneren Sound wie ein AMG mit Downpipes. Natürlich, wenn das Fahrzeug Serie ist und hat ein OPF oder nur ein Cut und ein Nachcut, ja, dann ist es alles ein bisschen eingedämmt. Aber es ist natürlich schön, dass es uns gibt, dass wir einfach eine Downpipe verbauen und dann hört sich das Auto so an, wie sich auch ein Auto anhören muss. Jetzt machen wir noch mal schön in Ruhe die Dezibelmessung. So, fassen wir nochmal kurz zusammen. Wir haben natürlich in Serie gemessen 84 Dezibel und mit der Tuning Downpipe haben wir gemessen 89 Dezibel. Das heißt, wir haben einen Unterschied von 5 Dezibel und im Fahrzeugschein sind erlaubt 93 Dezibel. Das heißt, wenn die Polizei dich im Komfortmodus misst und im Schein guckt, ja, hält es natürlich ein. Ja, und wir sind sehr zufrieden. AK funktioniert, Sound ist brachial und natürlich im Sport Plus Modus wirst du einfach ein Erlebnis haben und deswegen geben wir so das dem Kunden, weil er wird natürlich auch sehr zufrieden sein und jetzt gibt es noch ein paar schöne Aufnahmen für euch.